Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Feed the Beast Beyond. Wir haben beim letzten Mal endlich unsere automatische Erzproduktion gebaut. Das läuft soweit. Natürlich fehlt noch der, der Verarbeitungsschritt. Aber darum werden wir uns ein anderes Mal kümmern, beziehungsweise vielleicht sogar schon am Samstag im Stream, je nachdem. Aber wir lassen das hier auf jeden Fall erstmal noch ganz in Ruhe durchlaufen, denn das rennt ja nicht weg. Heute würde ich ganz gerne noch eine Sache fertigstellen, die wir im letzten Stream nicht mehr geschafft haben, nämlich die Elevator-Geschichte. Ja, und dazu kommt das Zeug erstmal weg, weil hier oben nützt da mir nichts. Ach, lol. Und jetzt ist halt die Frage... Ja, wir setzen das auf diese Höhe. Ich denke mal auch, dass wir genügend Wolle da haben. So, mal eben gucken, ob das noch funktioniert. Nein. Echt jetzt? Doch, geht noch. Okay, wunderbar. Man muss halt nur zielen können, dann passt das einigermaßen. Und dann schauen wir mal ganz fix hier, was das Feld so sagt. Übrigens, ich tendiere dazu, das vielleicht im nächsten Stream nochmal umzusetzen, nämlich da vorne hier irgendwo hin. Weil das Ding braucht nicht so viel Platz, dann können wir hier nochmal ein Kartoffelfeld machen oder so, wegen mehr Nahrung. So, der Typ hat übrigens keine Unbreakable Hoe, dementsprechend macht er nicht so viel, aber wir können auf jeden Fall nochmal nachfüllen. Zack. Okay. Naja, von mir aus. So. Dann könnten wir uns mal kurz noch den Staff of Traveling gönnen. Hallo? Ah, da. Ist manchmal so ein bisschen tricky mit dem Anvisieren, aber kriegen wir schon hin. So. Die Dinger brauchen blöderweise in Anführungszeichen den großen Block hier. Zack, dann haben wir nochmal 16. Was ist da denn? Cotton Crop? Okay, ja, von mir aus. Wir benötigen Elevators. Werden wir heute wahrscheinlich nicht alles schaffen, weil... Nee, weil es einfach zu viel von diesem Cotton an Bedarf. Aber wir werden unten im Turm vielleicht schon das ein oder andere fertig bauen. Je nachdem. Jo, das für uns auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich nur darüber gehen, so quasi. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Abstand überhaupt ist. Wir müssen generell noch ein paar Wände machen. Decken und Co. ist auch noch am Start. Genau. Hier ist der Elevator. Exakt hier. Aber... Verdammt. Jedes Mal. Wir wollten da ja eigentlich was nach unten bauen, ne? Und wenn wir das quasi so machen, dass wir... immer hier bis zur Ecke gehen... Genau, dann könnte das sogar funktionieren. Ich habe da so eine Idee gerade. Müssen wir halt hier und da noch ein bisschen umbauen und wir brauchen gleich eine Massenproduktion an Treppen, hätte ich beinahe gesagt. So, und der Kollege kommt ein nach unten. Exakt. Ja, hatten wir sonst noch irgendwo schon mal Elevators vorbereitet? Ne, da ist noch keiner drin. Und hier auch nicht. Okay, ja, dann lassen wir das noch. Wobei, halt, warte mal, wir können den einen nochmal eben loswerden. Nämlich einfach hier reinklatschen und dann passt es wieder. Nice. Haben wir noch Treppen? Ja, allerdings nicht genug, schätze ich mal. Weil ich hätte jetzt gesagt, dass wir die hier längs bauen. Und nachher den restlichen Fußboden... Oha, ja geil. Es funktioniert. Den restlichen Fußboden dann halt wieder aus Holz bauen. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Problemchen. Nö, haben wir nicht. Doch, haben wir. Wir müssten mal den Energy Conduit nach unten verlegen. Wobei, ja doch, komm, machen wir. Ist, glaube ich, dann doch ein bisschen besser. So, den Elevator können wir da lassen, da gehen wir einfach unter durch. So, ich hoffe, ich habe jetzt, nee, haben wir nicht genug, weil wir nach unten gehen müssen. Ah, verdammt. Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal eben ein paar Conduits organisieren hier. Ja, am besten schnell, weil brauchen wir. Da könnte man manchmal so ein Wireless ME-Terminal doch schon ganz gut gebrauchen, ne? Aber naja. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, hier haben wir noch Energy Conduits, das passt. Nice Geschichte. Faulheit siegt. So. Und dann geht's wieder nach drüben. Und dann stöpseln wir das ganze Gedöns mal wieder an hier. Warte mal. Einmal hier und einmal hier. Wunderbar, das läuft. Ich hätte noch Treppen mitnehmen können. Ich Idiot. Naja. Ist egal, passt schon. Ob die jetzt hier unbedingt hin müssen, die Treppen, weiß ich nicht, weil hier sind ja schon die Geräte. Aber ich mache das jetzt einfach mal.
Ist ja total egal. So, dann machen wir hier weiter. Auch hier müsste man die Leitung eigentlich dann nochmal verlegen, ne? Ja, komm, das machen wir auch. Und zwar nicht dahinter, sondern darunter. Das heißt, wir müssten hier längs gehen. Ja, genau. Und im Prinzip könnte man dann sagen, dass wir die Verkabelung hier mit dran bauen. Und alle anderen Geräte sind dann halt unten angeschlossen. Dann können wir hier schon mal alles wegnehmen. Und hier natürlich genauso. So, dann gehen wir hier einfach runter und der Rest ist ja egal, ist ja sowieso versteckt dann. Läuft. Und da ist er, ne, da. Genau, jetzt müssten wir alle erwischt haben. Der hier ist hier angeschlossen und der Rest hier unten, ja, sollte funktionieren. So, ich muss mal kurz das Fuden hier. So rum. So. Und dann geht es im Prinzip schon mal weiter mit unseren Treppen. Wir könnten auch eigentlich, warte mal, wir haben genügend Stein hier. Wir können auch aus dem Blockplacer was rausholen. Ideal. Ja, gehen wir erstmal bis hier. Des Weiteren können wir schon mal anfangen, die Wand hier weiter nach vorne zu ziehen, beziehungsweise erstmal die Decke fertig zu bauen. Das wäre mir geil. Ja, die Ecke passt schon mal. Dann machen wir das Ganze hier nochmal eben. Ach komm, geht schneller so. Verdammt. Das funktioniert irgendwie leider nicht immer, aber wir können das ja easy wieder abbauen so. Dann läuft das. Okay. So, jetzt haben wir kein Holz mehr dabei, ne? Das ist ungünstig, weil auch das sollten wir eigentlich noch fertig bekommen. Oder wollte ich zumindest fertig bekommen. Aber die Erde kann auf jeden Fall schon mal weg. Der Kollege kann auch weg. Das kann auch weg erstmal. Okay. Ja, ich denke, wir gehen mal fix Holz holen. So, dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir sogar den Turmkeller heute noch fertig. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Da hätten wir zumindest mal eine fette Baustelle abgeschlossen. Das wäre geil. Wo ist denn unser... Da. Immer 2 Stacks mit, das sollte eigentlich reichen. Das war sehr schlau. Oder sehr dumm. Oder sehr faul. Wie auch immer. So. Ja, wie gesagt, beleuchtungstechnisch müssten wir dann auch noch was machen. Aber jetzt geht es erstmal hier drum, dass wir da so eine Art Holzpfeiler hinbekommen. Das kann weg. Und das bräuchten wir, genau. Jetzt muss ich halt mal gucken, wie das hier am besten funzt. Warte mal. 1, 2, 3 haben wir jetzt. Wir haben hier immer generell 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Blöcken. Also bis hier im Prinzip. Und dann kam als nächstes im Prinzip schon direkt das Holz, was ja in der Wand mit drin ist. So. Und das würde heißen, dass wir hier direkt mit den... Ach guck mal, wir verstecken sogar die Energy Cell. Finde ich sehr gut. Ist das noch... Ja doch, das ist sogar noch richtig. Wir haben immer diese Ecke hier genommen, genau. Passt. Dann könnten wir schon mal die nächsten Treppen verhauen hier. Die brauchen wir da ja nicht mehr. Einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da. Und jetzt müsste ich mir mal ganz fix hier von dir noch ein bisschen was klauen. Den Crafting Table hier, ne? Nicht direkt, aber unten beim Botania-Dings ist einer. Weil wir brauchen noch ein paar Treppen. Ja, ich denke mal, wir machen den Keller fertig. Dann haben wir es nämlich. So. Jupp, dann haben wir es. Genau. Jetzt benötigen wir noch mehr Treppen. Nehmen wir einfach diese Geschichte hier. Zack. Und natürlich für da oben auch nochmal das übliche... Ach, verdammt. Stilgedöns. So.
Ja, und dasselbe machen wir hier im Prinzip auch nochmal. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Interessant. Hahaha, sehr witzig. Wir sind hier 1 zu weit hinten, ne? Egal. Ich wollte ja sowieso nicht symmetrisch bauen, ne? Hauptsache hier in der Mitte oder an der Kante ist dieser komische Baum. Der Rest ist mir total egal. So. Genau, und dann kommen hier die Treppen nochmal dran. Genauso wie hier auch. Ja, vielleicht setzen wir das doch nochmal ein nach vorne hier. Was haben wir denn hier hinten überhaupt für einen Abstand? Hier haben wir auch 5, ne, oder? 1, 2, 3, ne, auch 4. Ja, das ist das der Einzige, der hier ein bisschen rumspackt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Naja, gut. Man müsste halt alles ein nach vorne... Ach komm, das machen wir, oder? Ja, komm, wir ziehen das alles eben ein nach vorne. Da brauchen wir kurz die Lumber-Ex nochmal. Guck mal, da hatten wir uns schon mal vertan bei der Kiste, ne? Vielleicht sind wir deswegen auch durcheinander gekommen. Naja, wer weiß. Treppen, genau. Wir müssen dann nämlich so hin und dann kann der Kollege wieder nach oben gebaut werden hier. Ach so, ja, natürlich sollten die Treppen hier oben auch verschwinden. Und dann setzen wir einfach die Wand ein nach vorne. Ist ja egal. Ob dahinter jetzt nochmal Stein ist oder nicht, das interessiert keine Sau, denke ich. So. Ja, genau. Jetzt haben wir hier auch 4, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das sieht aber jetzt... Nee, jetzt ist es korrekt. Und hier auch, ne? Ja, jetzt haben wir es alles, okay. Das hat mich neulich im Stream schon gewundert, wo wir das gebaut haben. Aber wie gesagt, da war ich sowieso irgendwie total unkonzentriert. Das war ausnahmsweise mal nicht so ein guter Run, sagen wir das mal so. Oh. Nee, das ist zu weit. Ja, die Spitzhacke macht es gleich nicht mehr mit, aber das ist okay. So, noch ein bisschen Stein. Wie gesagt, den setzen wir gleich dann auch nach vorne. Ja. Nee, das ist eigentlich nicht so unbedingt geplant. Genau, eher so. Und das Ding kommt dann so ran. Und dann gibt es hier unten natürlich auch nochmal kurz die Treppenstufen, genau. Oder? Ja, exakt. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir auf dem richtigen Dampfer. Sehr gut. Wir trotzdem hier hinten zumachen, damit da keine Monster spawnen oder ähnliches. Denn Stein haben wir sowieso genug. Da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Ja, jetzt müssten wir nur noch mal eben die beiden oder drei bzw. vier Kollegen nach vorne verlegen. So, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja, das war so klar. Diese Hopper, die sind echt mies. Die saugen einfach alles an, das ist der Hammer. So, genau, Elfenmana-Splitter, der kommt wieder dahin. Dann brauchen wir einmal kurz unseren Wand of the Forest im Bind-Mode. Und dann kannst du wieder auf den Mana-Distributor schießen. Genau, funktioniert anscheinend, ja. Oder? Ja. Hier ist viel zu viel Mana drin, warte mal kurz. Wir müssten mal vielleicht ein bisschen Gas geben. Damit wir einfach mal ein bisschen Mana durchheizen. Ist total egal. 20 Sekunden, gibt Vollgas. Ab dafür. Weil, wie gesagt, wir müssen das Mana hier wegwerfen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen es einfach loswerden. Und warum schießt du nicht? Ach so. Boah, der hätte mich beinahe verschluckt. Der würde jetzt nur schießen, wenn er auch hier in der Höhe ist. Ist aber nicht. Muhaha.
Haben wir noch Platz in diesem komischen Mana-Tablet? Nein, haben wir nicht. Ich hab da so eine Idee im Moment. Nämlich schlafen gehen, das hilft immer. So. Haben wir hier unten noch Platz in diesem Mana-Pool? Ich hoffe schon. Naja, immerhin ein bisschen. Dann können wir wenigstens ein bisschen was davon retten noch. Nein. Hörst du, wo auf damit? Ich glaube, es hackt. Jetzt habe ich wieder irgendwelches Zombie-Fleisch-Müllgedöns im Inventar. Das nervt einfach nur. So. Der Kollege sollte dann gleich leer sein. Also, das Tablet wird natürlich nicht ganz leer, aber wir können wenigstens ein bisschen Mana noch damit retten. Genau, der ist voll. So, und dann geht's wieder ab nach unten. Ach so, stimmt, ein paar Elevators müssen wir auch noch bauen, ne? Und jetzt müssen wir, genau, bei dem hier. Andersrum. Und dann schmeißen wir dem eben da rein, dass wir wenigstens, wie gesagt, ein bisschen Mana dann noch rausholen können. Den Rest, ja, ist halt ärgerlich. Ich schmeiß das Zeug ungern weg, nur. Beim Portal ist auch schon alles voll. Egal, drauf geschissen. Packen wir jetzt ein. So, und dann kommt der olle Mana-Pool wieder auf den Spreader drauf, könnte man sagen, genau. Der Spark genauso mit Dominant Augmentations. Richtig. So, und dann kann er sich demnächst von oben wieder Mana ziehen. Läuft. Gut, dann können wir hier die Wand fertig machen und dann hätten wir diesen Fehler, den wir gemacht haben, ausgebügelt. Ja. Wie sieht's denn hier mit dem Mana aus? Es geht jetzt langsam zurück, ne? Würde ich mal behaupten. Ja. Yep. Ja, bis auf den hier eigentlich, weil der ist eigentlich nur für das Ding da zuständig. Dementsprechend passt das schon. Und, ja, weiter geht's. Ja, bei 20 Sekunden rasten die hier komplett aus. Alter, ja. Aber das können wir niemals halten mit unserem Mana-Gedöns. Ja, die Pools werden langsam leer. Das war nämlich der Plan, dass diese ganzen Pools hier, die jetzt hier stehen, sich mal wieder entleeren oder entladen, wie auch immer. So, und ich denke mal, dass wir den Timer wieder hochdrehen, denn das war jetzt Folge Nummer 3. Das bedeutet, der Server läuft wieder eine Woche bis zur nächsten Aufnahmerunde. Das bedeutet, wir machen alle 5 Minuten 3 Erze. Das sollte eigentlich reichen. Und ich bin gespannt, wie es dann nachher in dieser Kiste aussehen wird. Wahrscheinlich voll. Gut, soll mich aber auch nicht stören. Denn auch hier gibt es noch einen internen Speicher. Dementsprechend passt das auch. Ach so, da ist kein interner Speicher. Naja, hätte ja klappen können. Ach, toll. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas an Müll drinne? Ja, aber sonst eigentlich nichts. Ja, gut. Dann lassen wir das durchlaufen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was nächstes Wochenende so drinne ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.